Servus, ich bin Jogge und präsentiere dir wieder die Map News. Natürlich sind die ganzen Karten wieder in die Beschreibung verlinkt und dadurch, dass wir jetzt wieder so viele Karten haben nach dem Wochenende, geht's gleich los. Und zwar mit der Sölbach vom Hessig Oldtimer HO. So, das ist eine neu gebaute Map. Ich habe mir, ehrlich gesagt, nur wirklich, wie üblich, noch nichts angeschaut. Wir haben Sägewerk, angepasstes Licht, Ballenverkauf, Geräuschboden, Gebäude, sollte als Produkt sein, Produktionen nichts, Verträge nichts. Dann Staffzeuge hat man auch keine. Verkaufsstellen, ja, Stroh, Viehhandel, das ist das Einzige, was man verkaufen kann, sonst nichts. Naja, das heißt, man müsste sich die ganzen Verkaufsstellen und Produktionen selbst hinstellen. Da haben wir Bierung. Schauen wir mal, ob der überhaupt passt. Ich glaube nicht ganz. Aber gut, das schaut aus, als wäre das eine komplette Forstkarte. Ja, die Felder sind auch soweit zum Kaufen. Tankstelle mitten im Nirgendwo, aber Tankstelle passt. So, gut. Eine Halle haben wir schon mal. Ja, Gras und Forst, so wie das ausschaut. Sägewerk. Ja, also großen Ganzen eine reine Forstkarte, wie das ausschaut. Und eines würde ich gleich noch machen, nämlich zur nächsten Karte schauen. Wie gesagt, rein hauptsächlich Forst und Gras, Stroh, Ballen zum Verkaufen. Gut, dann weiter. Und weiter geht's mit der Crooked Hills von Crooked Tapio. So, gut, was haben wir da mal? Eine Aufteilung. Die Aufteilung ist, glaube ich, übernommen worden von No Man's Land. Spricht ja an und für sich nichts dagegen, beziehungsweise auch leicht verändert. Alles in Ordnung. Beschriftung, Pine Valley zum Beispiel, Moose Flats, ist auch alles da. Eine Verkaufsstelle, nämlich den Hofladen, und hier haben wir jede Menge. Wir haben schon mal ein paar Stadtfahrzeuge, also Produktion sind keine, Verträge sind keine, Tierstelle sind keine, Fahrzeuge haben wir da, schauen wir sich auch gleich an. Verkaufsstelle, ja, kann man glaube ich alles dann auch im Hofladen verkaufen. Schaut doch aus. Und sogar die ganzen Produktionen. Wunderbar. So, hier passt auch alles. Gut, Stadtfahrzeuge. Ja, unter Wasser. Ich glaube, da ist ein bisschen was schief gegangen. Gut. Aber man kann zumindest einsteigen. Der ist wahrscheinlich auch unter Wasser irgendwo, oder er liegt nur hier drüben irgendwo. Okay. So, die Crooked Hills. Okay, jede Menge Bäume. Eine Straße. Und im Dorf sollte es ein Tierhändler, ein Fahrzeugladen und alles drum und dran geben. Schauen wir mal zum Hofladen. Angeblich sollte es hier alles geben. Es gibt auch ein paar kleinere Felder. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Stadt gesehen. Das ist ja eigentlich nichts Großartiges. Mal schnell durchlaufen. So, hügelig. Ein kleines Sägewerk sollte es geben hier irgendwo. Naja, Kim tut es ja. Gut, hauptsächlich Forstkarte. Ja, das wäre die zweite Karte heute. Wieder Forst, aber auch Felder. Und das Gute ist, man kann alles von Haus aus verkaufen, wie bei der anderen. Im Gegensatz zu der anderen. So, weiter geht's mit der Fazenda Uniao von Carlos Jose bzw. Kanal Eclipse. So, hier haben wir wieder eine schöne gemischte Karte.
Es gibt Wälder extra zu kaufen, Wiesen extra zu kaufen und Felder extra zu kaufen. So, am Hof, wie wir hier sehen, was haben wir denn? Einen Schweinestall, Schafe, Kühe, Pferde, Hühner. Ein Farmhaus, Silos, Heulager, Gewächshäuser. Und auch einen Transportwagen. Die ganzen Stofffahrzeuge schauen wir uns noch gleich an. Da haben wir die Gewächshäuser. So, Verträge haben wir da. Das sind wir die ganzen Ställe. Ja, die Stadtfahrzeuge auch genug vorhanden. Da wurde nichts verändert. Und schauen wir sich mal die Fahrzeuge an. Naja, ein John Deere mit Doppelbereifung. Nicht John Deere. Muss ja vergessen. Entschuldigung. So, Case Maxum, Case Midrasher und genug Fahrzeuge zum Starten. So, da haben wir auch ein Fahrsilo, das sind die ganzen Ställe und eine Halle ist auch groß. Da am Hof, der ist sehr großzügig bemessen, da kann man so, noch so einiges dazu bauen. Der gehört uns auch, inklusive diesen Grasfeld hier. So, ganzen Verkaufsstellen, da haben wir einen Viehhändler, Fastfood-Supermarkt, Biogasanlage steht auch da. So, da haben wir sogar ein Fahrsilo. Und im Großen und Ganzen schaut das Ganze ja sehr schön aus, Bauernmarkt. Da ist auch noch was Neues, glaube ich. Ja. So, und allgemein zur Karte. Es sind rechteckige Felder da, aber auch schöne Felder. Ja, das gehört, glaube ich, ein bisschen noch verändert. Obwohl, Zucker, okay, kann man lassen. Wie gesagt, es gibt rechteckige Felder und ungleichförmige Felder. Und das Ganze gefällt mir, ehrlich gesagt, wirklich gut. Die ganze Karte ist recht interessant und auf jeden Fall nicht komplett eben und flach. Und eine komplett flache Karte schauen wir uns heute auch noch an. Das kann ich schon mal sagen. Und ja, eine schöne Karte, wo man lange drauf spielen kann. Also, top. Die Clemston Farm hat ein Update bekommen, nämlich auf die Version 1.1. Sie kommt von Oxygen David und ist für PC, Mac, PlayStation und Xbox. Natürlich alt und neu. So, was wurde in der Version 1.1 geändert, nämlich Feld 23 wurde gefixt. Und man hat schon so ziemlich viel zum Anfangen. Die Schweineweide, glaube ich, muss man noch kaufen. Da haben wir Pferde. Dann Hühner, Kühe. Nehme ich alles in groß. Und natürlich auch ein Farmhaus. Ja, leider gibt es meines Wissens nur zwei Karten, die für die Konsolen auch noch sind. Finde ich ehrlich gesagt etwas schade, aber ich kann das leider nicht ändern. So, weitere Änderungen. Nämlich die Sammelstücke waren schwer zu finden, zumindest ein paar, und jetzt sollten sie leichter zum Erreichen sein. Hafer und Sorghum sind zu den Verkaufsständen hinzugefügt worden, auch zu Produktionen. Kollisionsprobleme wurden auch gefixt. Dann die Option zum Kauf von BGA im Multiplayer wurde hinzugefügt. So, ich fliege dann noch ein bisschen rum, währenddessen das noch alle Einzelheiten, währenddessen ich noch einige Dinge hier erzähle. Verschiedene andere Optimierungen und Korrekturen wurden auch gemacht. Verkaufswerte für platzierbare Objekte wurden verbessert. Pferdetrainingsfeld wurde platzierbar gemacht. Mehrere Texturen wurden für den Boden hinzugefügt. Dann die Kapazität der Tiertrüge wurde erhöht. Dann, was haben wir denn noch? Verkaufbare Schweineweide gibt es jetzt auch. Dann Kollision mit Schweinentor auf dem Hof wurde behoben. Ja, dann ein paar Elemente in der Mitte von Feld 3 wurden gelöscht.
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Bumbleballen in Verkaufsstellen für Missionsverträge zu verkaufen. So, leichte Verbesserung an der Grastextur wurde gemacht. Dann der Strohträger im Kuhstall wurde gefixt. Kuhgüllegrube wurde eine Animation hinzugefügt, inklusive Gülletextur. So. Und es ist ein neuer Spielstand erforderlich, damit dass die ganzen Probleme gelöst sind. Die Lenkini ist jetzt in der Version 1.1.0.1 heraus und sie kommt von Smeddy und Alice Kuh. So, diese Karte hat folgende Änderung bekommen, nämlich das Fällen von den Bäumen sollte jetzt kein Problem sein. Zusätzliche Produktionen von Brettern gibt es jetzt nach dem Kauf von der Säge bzw. Sägewerk. Fehlende Bemalung von Sträucher, Blumen und Bäumen im Baumodus wurde jetzt behoben. Also, die gibt es jetzt und das ist das einzige Startfahrzeug, was man hat. Aber einen schönen großen Hof. Gut, weiters. Nach der Ernte von sozusagen Baumwolle, Zucker und Zuckerrohr und auch Oliven muss das Ganze gepflügt werden. Es gibt jetzt auch eine Möglichkeit, ein Mobilheim und ein Bauernhaus zu kaufen. Die Glockengeräusche im Schloss wurden korrigiert. So, und das waren die Änderungen dieser Karte. Haben wir noch sonst irgendwas? Ja, sozusagen BGA. Dann Verträge, diverse Stelle, ja, nur der Pickup, Verkaufsstellen, ja, hat man. So, da wurde, ja, Zuckerrohr und Baumwolle kann man nicht ernten, genau wie Oliven. Leider, obwohl es drin steht. Okay. Ist leider so. Und Forst gibt es auch zu kaufen. Weiter geht's mit der nordfriesischen Marsch in Version 1.2.1.1 von Beat Action. Ich habe mir wieder mal die Karte mit den Gräben besorgt. So, und es gibt hier jede Menge Änderungen. Nämlich, die Zäune können jetzt ohne Probleme platziert werden. Dann Tiergehegestelle können jetzt auch ohne Probleme platziert werden. Neue Wasserplane ist jetzt drinnen. Glastrecker beim neuen Farmer gehört nun zum Fuhrpark und kann auch verkauft werden. Dann im neuen Farmer-Modus ist das Straßennetz gehört nicht mehr zum neuen Farmer-Modus. Ja, das Straßennetz gehört jetzt nicht mehr zum Stadtgebiet dazu. So. Da haben wir alle ganzen Fahrzeuge. Die BGA hat jetzt etwas höhere Silagepreise und alle Produktionen sollten nun bei allen beiden gleich sein. So, BGA-Farmen sind auch nicht so teuer mehr. Einige Ortsschilder sind nun richtig rumgedreht. Ich fliege mal kurz ein bisschen drüber. Dann unsichtbare Korrosion von alten Fässern beim Shop wurde gelöscht. Schwebende Leitpfosten zwischen Feld 19 und 21 wurden gefixt. Die schwebende Hütte bei Feld 73 wurde gelöscht sogar. Dann Stromkasten und kaputte Steine bzw. Haufen bei den Hallen am Hof wurden verschoben. Kollisionsgelingungen am Cover bei Haus 45 gefixt. Schwebende Lampen bei Haus 69 gefixt. Also, wenn ich mir das hier so eine Runde Durchschall wurden so ziemlich viele Kollisionen und Texturen umgeändert und gefixt. Dann fliegende Kamera über der Tankstelle zum Beispiel wurde auch gefixt. Die Serverfehlermeldung bei At Best of Fehler wurde gefixt. Dann Tree Bench Shader XML und Tree Truck Shader XML Fehler wurde behoben. Und einige Fülltypen wie Eiwolle, Mehl
Und Brot wurde an den letzten LS22-Patch angepasst. Das kleine Örtchen hat auch ein Update bekommen. Sie ist von Nico. Die PDA schaut jetzt so halbwegs gut aus mittlerweile. Zwar noch etwas falsch, aber immerhin besser wie vorher. So, was haben wir denn da? So, kleines Gewächshaus. Dann Verträge. Ein Kuhstall, Pferdestall hat man. Stadtfahrzeuge, die schauen jetzt auch noch gleich schnell durch. Es steht leider nicht drinnen, was sich geändert hat. Nämlich die Karte kommt von Nico. Und eines muss man auch gleich noch sagen. Nämlich die Karte wird immer weitergebaut. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist eine schöne kleine Karte für kleine Fahrzeuge, Oldtimer. Auf jeden Fall schön zum Spielen. So, die Bayerische Wald von Nelux Gaming hat auch ein Update bekommen. Diese schöne umgebaute Erlengrad Standard Map. Nämlich auf die Version 1.0.6. So, es gibt so ziemlich viel oder ein paar Dinge, wie es sich geändert hat. Nämlich folgendes: Erstens, unbedingt ist ein neues Safe Game nicht notwendig, aber wenn man Kompost verkaufen will, muss man leider ein neues Safe Game anfangen. So, weiters: Nämlich die schwebenden Bäume wurden gelöscht. Der kleine Außenbereich, zum Beispiel Zaunlampen und Fahnen, sind jetzt löschbar. Freilaufende Kühe. Der Zaun bei dem Zaun, der ist löschbar. Dann Futterwasserauslöser bei freilaufenden Kühen, der wurde gefixt. Neue NPCs mit passenden Logos wurde hinzugefügt. Ich hoffe, da sieht man schon was. Klassfahrer René, ja, schaut gut aus. Und der Ladebildschirm wurde auch angepasst. Das hat man im Vorhinein schon gesehen. So, das sind die ganzen Fahrzeuge. Und ich glaube, das Ganze muss ich euch jetzt nicht im Einzelnen zeigen. Die Neverland ist jetzt in der Version 1.4 da. Und sie ist vom Olli5464. So. Drei Wälder, sechs Verkaufsstellen, 50 käufliche Plätze, zwei Dörfer, zwei Tankstellen. Das sind nochmal die ganzen Eckdaten der ganzen Karte. So, weiter geht's. Nämlich folgendes wurde geändert, nämlich die Moddesk. Lichteffekte wurden angepasst. Dann gibt es jetzt einen Wasserturm mit dem Neverland-Schriftzug. Der Verkehr wurde von 150 km/h auf 100 reduziert. Den Honig kann man jetzt auch verkaufen. Straßentexturen wurden geändert, wie man hier etwas sehen kann. Und Outlets-Namen, also Verkaufsstellen-Namen, wurden geändert. Und das war's schon mit dieser Karte. So, weiter geht's mit der Golisk-Zef Version 1.0.1. Und zwar die Karte ist vom Yasuo. So. Auf dieser recht interessanten und schönen Karte, ich mache kurz alles noch durch, was wir da so haben. Ja, das wurde so geändert, aber das war schon beim letzten Mal. So. Weiters. Was hat sich geändert? Es wurde das Skript für mehr Bäume hinzugefügt. Und natürlich kann man jetzt dazu deswegen mehr Bäume anbauen, platzieren, wie man halt möchte. Alle Fehler und Warnings wurden behoben. Weiters wurde der Zugriff auf einige Felder verbessert bzw. hinzugefügt. Tore wurden der Stadtwand hinzugefügt und ein Ausgangstor auf dem Gelände der Schweinefarm wurde hinzugefügt.
das Geo für Polen wurde hinzugefügt. Das ist eben das, was wir da haben, aber ohne Raps. Das heißt, Weizengerste kann man jetzt etwas, glaube ich, etwas später anbauen und auch im März, April anbauen. Was auch in Ordnung ist so. Momentan ist das das letzte Update, aber er wartet noch, bis das ganze Spiel auch geupdatet wird, damit er diese Karte auch weiter updaten kann. Gut, die verzinnte Umare gibt es jetzt in Version 1.2 und zwar vom Nesfergamer. So, die Karte hat oder sollte Kaffeeplantagen haben und rote Erde am Campus. Schauen wir mal, Pappe. Und da haben wir noch was neben, nach Rüttich Kaffee. Sollte irgendwo eine Plantage zu finden sein. Auf die Schnelle finde ich nichts. Schade. Aber das ist eine Karte aus der Region Rio Grande do Norte. Und sie ist dem Original Gerenne-Relief nachempfunden. Der Fokus liegt auf Vieh. Aber für einige Spaßspiele ist auch gesorgt. So, und die Deer Creek ist jetzt in der Version 2 da, und zwar von Central Ohio Mapping bzw. Modding. So, eine reine amerikanische Karte. Version 2 bietet folgende Fixes und Inhalte. Multi-Terraming wurde hinzugefügt. So, es können jetzt auch andere Bauernhäuser platziert werden, solange noch keines im Besitz ist. Dann Audio für Maistrockner wurde hinzugefügt, aber nur wenn er aktiv ist. Dann benutzt definiertes Wetter bzw. Gear für das Ohio Land wurde auch hinzugefügt. Das schauen wir mal an. Da wurde so einiges geändert. Finde ich gut. Dann die Fahrzeuge können jetzt am Händler und am Hof repariert werden. Weiters gibt es ein Eingangstor zur statischen Weide. Ohio-Nummernschilder gibt es auch und die Gesamtdateigröße wurde korrigiert und natürlich wurden kosmetische Probleme auch noch behoben. So, aber jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Karten, nämlich zuerst zu der Nordermarsch. Die Nordermarsch hat ein paar Änderungen, nämlich jetzt können auch Zäune gesetzt werden und das ist die einzige Änderung in der Version 1.1.2 und dadurch es nur diese Änderung hat, mache ich keine extra Aufnahmen damit beziehungsweise dafür. Weiter geht's mit der Pine Valley in der Version 1.0.0.9. Da gibt es auch nur eine kleine Änderung, nämlich die Pine Valley Ackerland und kaufbares Land wurden wieder aufgebaut und die Fehler wurden so weit wie möglich behoben. So, dann kommt noch die Firm Belron, da gibt es auch nur zwei Änderungen, aber eher eine kleinere. Nämlich jetzt ist sie in Version 1.8.1 da, der Mapper ist, seht ihr hier, Pandama, Kevin 98, Archimobil. Nämlich folgendes wurde hier gemacht, nämlich für unterirdische Plattenlagerung, also die unterirdischen Plattentomaten, Suppe, Ketchup, Pommes, Popcorn und alles andere. Der Fehler damit wurde behoben, weil es nicht geladen werden konnte. Und andere Korrekturen wurden auch gemacht bzw. ergänzt. So,
damit kommen wir natürlich zu unserer Umfrage. Und das letzte Mal habe ich euch gefragt, was gefällt dir oder wie gefällt dir die PC-VS Konsolen Challenge? Ja, war recht interessant. 28% haben gesagt super, 27% finden sie Schrott, 11% nicht so meins, geht so sagen 14% ganz okay, 20%. Das heißt, die Mehrheit gefällt das und uns natürlich auch. Gut, das war's dann auch mit den Map News für heute. Wir sehen uns natürlich wieder in 2 Tagen und bis dahin wünsche ich euch noch was. Also, ciao, ciao.